Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin Belias LP und wir spielen gemeinsam Pokémon Pitch Black, einem Hack von Pokémon Black. Wir werden hier den Text wegdrücken, da das immer dasselbe ist in jeder Generation. Oder in jeder Edition, besser gesagt. Ja, Leute, wir werden in diesem Spiel ein Perfect Game machen und wir werden einige Ziele haben. Unter anderem alle Pokémon fangen, alle Trainer besiegen und alle Items und sowas einsammeln. Alles, was wir halt erreichen können in dieser Edition. Genaue Beschreibungen werdet ihr in der Videobeschreibung finden zu den Perfect Games, zu unseren Zielen. Wir sind natürlich ein Jüngsche. Ich bin ein Jüngsche. Ah, ein Jüngsche bist du. Also, wie heißt du? Verrat mir mal, wie du heißt. Also, das Spiel Pokémon Pitch Black hat den Deutsch-Patch gekriegt von mir. Wir nennen uns natürlich Belias. Und ja, bedeutet, das Spiel wird den deutschen Dialog vom Original Black haben und nicht den abgeänderten von Pitch Black. Leider, 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 leider. Belias, Leute, dein Name ist das richtige. Yo, das ist aber ein toller Name. So, das ist Sharon und Belle, aber die sind in diesem Part, beziehungsweise generell in Pokémon Pitch Black, sind alle Leute geschlechtsvertauscht, also alles männliches, weiblich und umgekehrt. Ich habe das schon im Trailer, beziehungsweise im Part 0 schon vorgestellt. Ja, beziehungsweise schon gesagt. Wir werden alle Pokémon fangen, oh yeah! Wir werden ein ausgeglichenes Team haben, kein Pflanzen-only, kein Wasser-only, kein Kackwurst-only. Oh mein Gott, wieso hängt das so? Häng nicht! Ich sag's dir. Häng nicht! Häng nicht! Häng nicht! Bitte häng nicht! Häng doch nicht! Ich soll ja während Videosequenzen die Klappe halten. Zählt das auch als Videosequenz? Belias, Professor Esch hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Ben nur wieder bleibt. Und da kommt Belle. Bin schon wieder zu spät, entschuldigt bitte. Also wirklich, Belle, dass du alles gern etwas gemächlicher angehst, ist bei uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen? Du hast ja recht, es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Und wo sind die Pokémon nun? Professor Escher hat dir gebracht, Belias, also steht dir auch das Recht zu, dir zuerst eins auszusuchen. Oh yeah, it's time to pick our starter. Starter Pokémon. Los, Belias, trau dich, ich kann's kaum erwarten. Wir öffnen das Geschenkpaket. Mit Brief von hier zusammen. Zusammen mit deinen Freunden. Wen interessiert's? Ja. Können wir uns einen Pokémon aussuchen? Es gibt, ich will das kurz vorstellen. Floink, das Pflanzen-Pokémon. Sehr viel Feuer, das Pflanzen-Pokémon. Sieht aus wie ein angeberisches Pokémon. Feuer-Pokémon Floink und das Wasser-Pokémon Otaru. Wir nehmen Floink für unsere Reise mit. Ist ein Feuer-Pokémon, was später zu einem Feuerkampf-Pokémon wird. Belias erhält Floink, unserem ersten Teamgefährten, welchen wir auch jetzt im Rahmen sehen. Unten im Rahmen in meiner Teambox, nenne ich es mal. Und Sharon sucht sich. Sharon kriegt einfach ein Pokémon aufs Auge gedrückt, und zwar Otaru. Und in der fünften Generation, welche total unterbewertet ist, ich finde, die fünfte Generation ist verdammt cool. Vor allem, wenn man Zugriff auf alle Pokémon hat, wie in Pitch Black. Weil die alten trotzdem cooler sind. In dieser Edition müssen wir gegen beide Rivalen kämpfen oder beide Kumpels. Oh, sie noch das Wache, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, geht schon in Ordnung, was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen, oder habe ich Unrecht? Battle versus Epic Sharon of Männlich Doom. Ja, nicht Sharon, Belle. Belle ist hier männlich mit Serpifoy. Und ihr seht schon am Rahmen, wenn ich gegen wichtige Entitäten kämpfe, gegen wichtige Trainer kämpfe, dann wird im Rahmen auch das gegnerische Team angezeigt. Und es wird angezeigt, ob das gegnerische Pokémon eins auf die Schnauze gekriegt hat, also ob es tot ist oder nicht. Auch bei meinen wird's angezeigt. Ja, und wir kloppen drauf, wir kloppen drauf, wir kloppen drauf. Oh yeah, wir kloppen und wir können nichts dazu sagen, weil's bekloppt ist. Scheiße, wir kloppen drauf. Scheiße, wir kloppen drauf.
Klapp, klapp, doch, drauf, du blöde Nuss, du klappst doch, doch, klapp, mal drauf. Egal, okay, weg damit. Seppifoy ist kaputt. Wir sind fast ein Level up. Wir haben Trainer Bell besiegt. Das erste Kämpfchen haben wir hinter uns gebracht und die Bude sieht aus Gude. Wow, Belias, du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich. Bell, jetzt schau dir doch bloß einmal das Zimmer an. I did die. Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hamlet und am Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon hab. Du bist ja nicht wütend, Billy, oder? Nö, ich bin doch nicht wütend. Bell, bei dir sind Topfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich dich jetzt von deinen letzten Pokémon abfäppeln. Passt schon. Passt schon. Jo, er heilt uns. Also sie, er, sie, es heilt uns. Hey, Charon, willst du dein Pokémon nicht auch im Kampf gegen Belias schicken? Und dann, wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, ich muss dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja auch wohl kaum zurichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich auch mal einen Kampf gönne. Ja, Leute, damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch den Nervenkitzel? Zeig mal, was du drauf hast. Gib alles, Otaru. Und da kommt Battle Nummer 2 gegen Female Charon of Crazy Geschlechtswandlungsdoom. Ja. Wir kämpfen gegen Charon im Mini-Irak. Und er, sie, es setzt Otaru ein und wir setzen Floink ein. Ihr sitzt wieder im Raum. Special Gegner auf Doom und so. Was machen wir? Ich weiß ja nicht, roten Schlag oder Tackle? Tackle ins Gesicht. Risttickel, du kleines Opfer. Ja, drauf damit. Immer drauf, drauf, drauf. Ja, 3 Tage wach. Pille, Palle, alle, Pralle. Druff, 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 druff. Rutenschlag, das ist so ein Stratege. Wisst ihr, so Otaro mit Rutenschlag. So, ne, der strategiert sich jetzt schon mal, dass er jetzt gleich K.O. ist. Kampf Nummer Dos Fertige. Ja, und wir steigen ein Level, das man auch im Rahmen erkennen kann. Floink erreicht Level 6. Uff, so läuft das also beim Pokémon-Kampf ab. Und wir kriegen 500 dicke Poké-Dollar in die Hand gedrückt. Ich hätte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den Kürzeren zu ziehen, aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen, Alter. Ich auch. Die zwei Doofies mit Ohren, die sind jetzt mal fort. Und wir folgen ihnen doch gleich mal. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also ich werde da mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, darum werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professor Escher besuchen? Ich wollte gerade benutzen sagen. Hä? Ja, das stimmt. Wir sollten uns Professor Escher bedanken gehen. Bei Professor Escher bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf dich. Oh, ich muss vorher noch kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Schon okay, du Granatapfel. Okay. Belias Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon war bis hier unten zu hören. Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ich dachte schon um was anderes. Oh mein Gott. Ehe ich vergesse, nach dem Kampf sollte man seinen Pokémon eine Pause gönnen. Heal mich, du Heal-Sklave. So, dein Pokémon ist wieder Putzmonter. Und vergiss nicht deinen Visucaster, wenn du nicht auf den Weg... Hä, wenn du dich auf den Weg machst, was laber ich? Was will ich denn Visocaster? Das ist doch nur ein Stalker-Gerät. Die baut mir ein GPS ein, damit die mich immer aufspüren kann, wo immer ich bin. Du gehst ja auch Professor Escher bedanken, bla bla, nicht wahr? Lass dich nicht aufhalten. Okay, ich lass mich nicht aufhalten. Auch nicht von meiner Mutter, die mir ein GPS auf den Rücken schnallt. Na, die schnallt mir mal kurz ein GPS drauf. Na, ist ja nicht schlimm. Du Stasi 2.0 Überwachung starten namens Mutter. Nicht schlimm. Nein, nein und nochmals nein!
Aber ich habe doch ein Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Dieser Vater. Ah, hallo. Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Ist gut. Wir labern nochmal mit dem Guten. Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihrem Pokémon auf Reisen gehen. Der Junge nur noch ganz allein. Ja, stell dir vor, das ist normal im Pokémon-Spiel. Eltern sind immer hier total sorglos und schicken ihre Kinder auf die Reise, verschiedene Länder zu erkunden mit ein paar Monstern im Gepäck. Und die kämpfen dann immer gegen so böse Teams und so. Jetzt aber los, auf zu Professor Esche. Yo, Esche kriegt eins in die Fresse. Da ist sie. Hat die auch Genderswap gemacht? Ich glaube nicht. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet, meine Jungfreunde. Ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin... Aber Professor Esche, wir kennen Sie doch schon. Ja, Sharon, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Prof. Esche. Meine Forschungen befassen sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen, das ist ja großartig. Dann haben sie sich ja auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Er sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr euren Pokémon Spitznamen geben? Oh ja, I'm fucking loving it. Ich nenne mein Pokémon nach einer ganz lustigen Sache. Ich hoffe, dass ich es richtig schreibe. Mit 2 M, sagt glaube ich gerade meine Freundin, die neben mir sitzt. Moment. So? Ah, okay. Leute. Ja, meine Freundin sitzt nämlich neben mir, also nahm mir LP. Pommersche! Gute Pommersche! Verstehe. Du bist mit Pommersche als Spitzname zufrieden. Natürlich. Was gibt's für eine bessere Wurst als Pommersche aus dem Ofen raus? Naturgewürz, und da schmeckt man noch. Ja. Pommersche soll es heißen. Das ist wirklich ein schöner Name für ein Schweinchendick. Oh, soll ich es auch nennen können? Scheiße, Schweinchendick. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Gut, richtig, Sharon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich euch nochmal erklären, wie der Pokédex funktioniert. Blabla, zum Pokédex. Er ist ein Hochmodell, das automatisch erfasst, wenn ihr gegen Pokémon kämpft. Und dann, so, das wäre erstmal alles im Pokédex. Hier packt ihr das Ding und drückt ihn dir zwischen die Hände. Vielen Dank, Prof. Esche. Dank Ihnen ist mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Vielen Dank euch dreien. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Gute Pokédex, iPod. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon auswendig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zur Route 1. Ach Gottchen. Jetzt kommt das ganze Poké-Fang-Tutorial. Wenn Professor Esche uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Muss da auch mal wieder sein. Ich übersteuere wahrscheinlich ganz schrecklich. Endlich bin ich ein Pokémon-Trainer. Ich werde mich mit anderen Trainern im Kampf messen und stärker werden. Das musste auch wieder sein. Endlich bin ich ein Pokémon-Trainer. Ach, was war ich denn? Ich spreche 100 Mal mit dem Trainer, der Ball ist geil. Ach ja. Hey, Bilias, warte auf mich. Die Nami lacht sich kaputt. Da seid ihr ja. Und was hat Prof. Esche gesagt? Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vollständigen. Das ist ja großartig. Nun ja, also, ehrlich gesagt, habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karten mit. Ja, gib uns mal eine Lunchbox hier. Das sah doch aus wie eine Lunchbox, ey. Was sind das für Karten, ey? Was haben die denn für Karten, ey? Basis-Items, ey. Hier bitte schön, Sharon, für dich auch. Und Belle, du kriegst nichts. Hier auch für dich, Belle. Nein, doch nicht. Nein, Spaß. Vielen herzlichen Dank, Frau Pommersche. Das Zimmer von Belias werde ich einfach aufräumen. Macht euch darum keine Gedanken, okay, Belias? Nö, kein Problem, Mami. Du räumst mein Zimmer auf und ich Let's Play so lang.
Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen solch ein Chaos anstellen können. Das sieht man ihnen wirklich nicht an. Damit sein Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts mehr zu befürchten. Keine Sorge, ich werde eure Eltern die besten Grüße. Hä? Die besten Grüße? Ich sollte schon die besten Größe ausrichten, die Größen, die ihr sie kaufen müssen. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Einalregion entdecken und so zu reifenden Persönlichkeiten heranwachsen. Also gut. Also dann, gute Reise. Reife Persönlichkeit, Belios, sind zwei Worte, die man nicht kombinieren kann. Ich bin nicht reif. Ich bin höchstens, klapsenreif. Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Prof. Escher erwartet uns. Augenblick, ich komme mit. Los, Belios, wir sollten uns sputen. Und der erste Part wird ein bisschen länger. Ich möchte nämlich den ersten Part noch ein bisschen verlängern. In die Verlängerung schicken. Belias, hier entlang. Hier ist Route 1. Wir labern dich an, denn, ja, die Belle will, dass wir unseren ersten Schritt gemeinsam tun. Die ist so ein lamer User. Also, Belias, lass uns alle zugleich Route 1 betreten. Also, los geht's. 1, 2 und los. Route 1. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ach, nachdem sie zwei Felder gelaufen ist. Ja, mir geht's auch so. Lass uns Professor Esch fragen, Mann. Oder Professor Esch, ne? Für gute Professor Esch. Das ist, wenn der Ash mal ein alter Opa ist, dann ist er mal ein Professor und sein Pikachu ist dann... Keine Ahnung. Tut mir leid, dass sie so lange auf uns warten mussten, Prof. Ash. Oh, jetzt werde ich ein paar Dinge erklären, leider. Ja, jetzt geht es darum, wie man Pokémon fängt. Ich glaube, ich muss das keinem meiner Zuschauer antun, erzählen, vorlesen, was auch immer. Ein wildes Nagelotz erscheint, ein Pokémon der neuen Generation. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich nach dem Kampf... Also nach dem Kampf, denke ich mal. Nach dem Kampf, denke ich mal. Mach jetzt hinne. Also ihr müsst ein Pokémon nur zur Info in den roten Bereich bringen und ein Pokéball auf seine Fresse hauen. Dann kriegt ihr das Pokémon in euer Team. Also ihr müsst so ordentlich mit dem Pokéball richtig in die Fresse drücken, so, ne? So, und dann habt das. Nee, aber mal ganz ehrlich. Worauf wir hinaus wollten bei dieser Aktion des Nagelotz-Fangsystems. Auf Crazy Doom. Ja, Crazy Doom muss sein. Ich muss das in jedem Video sagen. Mindestens einmal. Crazy Doom. Oh yeah. Crazy Doom. Crazy Doom ist Musik in meinen Ohren. Ich muss immer Crazy Doom sagen. Habt ihr zugesehen? Ich erkläre euch Schritt für Schritt, was Crazy Doom ist. Crazy besteht aus den DNA-Substanzen von Belias. Und Doom ist das englische Wort für Verderben. Crazy Doom ist also, wenn Belias gewinnt, dann ist das das Crazy Verderben. Weil, okay, jetzt zurück zum Thema. Nachdem wir irgendeinen Scheiß gequatscht haben. Wilde Pokémon tauchen nur im hohen Gras auf, also dann werde ich mich auf nach Gavina machen. Ja, ich ebenfalls schon, um neue Pokébälle zu, Pokébälle zu kaufen, sollten wir in der nächsten Stadt gehen. Ja, Moment mal. Belias und Sharon, hört mal kurz her. Ich habe da nämlich eine tolle Idee. Oh Gott, bitte stirb. Jetzt lasst uns hier keine Wurzeln schlagen. Prof. Esche wartet sicher schon auf uns. Menschenskind, wollt ihr mir denn gar nicht zuhören? Nein? Wir könnten doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fängt, oder? Es gewinnt dann von uns dreien, wer einschließlich der Pokémon, die wir von Professor Esche erhalten haben, letztendlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Mhm. Das ist ja eine tolle Idee, das wird richtig spannend. Und wir helfen nun mal Professor Esch, weil wir, oder Asche, oder Esche, oder... Ach, bevor wir nach Gavina kommen, weil wir den Decks voll vollständigen, bevor wir... Mit Serpifeu an meiner Seite bin ich nicht zu schlagen. Ich bin total hyperaktiv. Ich bin so gut drauf. Ich liebe Pokémon. Haben wir Pokébälle gekriegt? Ach komm, Pokémon Pommersche. Ach, übrigens... Ihr seht ja jetzt auch hier am Rand, ihr seht auch gar nicht mein Menü gerade, sondern ihr seht gerade am Rand ein kleines anderes Menü. Und zwar geht es darum, welche Pokémon hier in dem hohen Gras auf Route 1 erscheinen könnten. Dazu zählen 10 Pokémon, wovon wir 6 fangen könnten. Das wären Yorklef, Nagelotz, Radfratz, Bidiza, Zickzacks und Visor. Yorklef als die Nummer 1 startet gleich mal. 4 andere Pokémon können wir nur unter anderen Bedingungen fangen, wie zum Beispiel hohes Doppelgras oder sowas in die Richtung. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass Yorklef eins auf die Schnauze kriegt.
So, Yorklev ist im gelben Bereich. Wir sollten ihn eigentlich in den roten Bereich kloppen. Aber ich glaube nicht, dass das klappen wird. Wir werden jetzt einfach Good Luck versuchen, ihn zu fangen. Oh, komm schon, bitte. I'm a Cheetah. Geh rein, Chiquita. Oh yeah, Yorklev wurde gefangen. In your face. Yorklev, in your face. Ja, Yorklev wurde im Pokédex hinzugetragen. Hund, Yorklev, Hund. Okay, ich werde Pokémon nach Zuschauern benennen, aber Yorklev nicht. Ich werde Yorklev erstmal auf die Box verbannen, wenn einer von meinen liebevollen, tollen, wunderbaren Zuschauern Yorklev sein möchte, was ich bezweifle. Dann schreibt es mir in die Kommentare und ich benenne Yorklev beim Namensbewerter dann nach euch. Wenn ihr ein Pokémon sein wollt, das kann ich hier an der Stelle mal schön ausbreiten, wenn ihr ein Pokémon sein wollt. Ja, wenn ihr mal in eurem Leben schon immer gedacht habt, yo, ein Pokémon, das will ich sein später mal, wenn ich erwachsen bin. Dann schreibt mir das in die Kommentare, schreibt mir welches Pokémon und gibt mir zwei Möglichkeiten. Falls das erste nicht geht, dann das zweite und keine legendären bitte. Okay, für die legendären habe ich mir schon was überlegt. Schreibt mir in die Kommentare, welches Pokémon ihr sein wollt und wir sehen das dann, wenn wir soweit sind. Ich schreibe mir das auf, meine Zuschauer auf Doom. Ja, dann drücken wir mal, yo, Yorklev, kein Spitzname. Okay, Yorklev. Der ist jetzt auch im Team, ist deswegen auch im Rahmen angezeigt. Der Rahmen wird diesmal im Gegensatz zum letzten Let's Play immer schön aktualisiert. Also ihr seht immer aktuell, was ist wirklich im Team. Und das war's auch erstmal für den Part 1. Wir haben erst ein Pokémon gefangen, aber das müsste soweit reichen. Im Part 2 werden wir die Route komplettieren und mal die ganzen anderen Typen fangen. Natürlich offscreen immer nur einblenden, wenn wir sie fangen. Und dann machen wir uns nochmal auf den Weg nach Gavina, denn wir haben einige Sachen zu erledigen. Ich bin Belias LP, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.